Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Kennt ihr mich überhaupt noch? Ich bezweifle es ja. Ich war wieder einige Monate weg, ich glaube 4 ungefähr. Das letzte Video müsste der Urlaubsgruß gewesen sein. Da habe ich ja ausnahmsweise nicht mitgefilmt, als ich im Ausland war. Den Urlaub haben wir einfach nur für uns genossen. Aber so ein paar Eindrücke habe ich euch ja trotzdem in dem Video, zumindest so der Hintergrund für Hotelzimmer und so, habe ich euch mitgegeben. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, ich weiß nicht, ob man das Anfang Februar noch sagen kann, aber ich wünsche euch von ganzem Herzen ein erfolgreiches neues Jahr, vor allen Dingen ein gesundes und für euch glückliches, zufriedenes Jahr mit ganz vielen tollen, wundervollen Momenten, ja. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder viel, viel mehr Videos zu drehen. Solltet ihr Videowünsche haben oder Bock drauf, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Dann versuche ich, alle Videowünsche für euch umzusetzen. Ihr seht, der Hintergrund ist komplett anders. Das liegt daran, dass ich umgezogen bin, beziehungsweise mit meinem Freund zusammengezogen bin. Und ja, es ist einfach alles toll. Aber dazu bald mehr, vielleicht in einer Art Live-Update. Mal gucken, überlege ich mir doch. Aber schreibt mal, ob euch das prinzipiell interessieren würde. Aber so wie ich euch kenne, die neugierigsten Menschen dieser Welt, höchstwahrscheinlich schon. Aber es geht heute um meine Jahresfavoriten. Ich weiß, wie gesagt, ich bin sehr, sehr spät dran. Dennoch sind es einfach Top-Favoriten, die ich euch empfehlen kann, die ich sehr, sehr lange auch schon benutze. Und das Ding ist, ich probiere halt nicht viel an meiner Haut aus, ehrlich gesagt, weil wenn ich was mag, dann benutze ich das auch. Momentan ist so ein bisschen Ausnahmesituation, weil meine Haut unfassbar trocken ist. Also ich hatte noch nie in meinem Leben so trockene Haut, aber ehrlicherweise auch noch nie in meinem Leben so reine Haut. Klar, so ein paar Rötungen durch meine Kuperose sind natürlich da minimal, ist aber auch schon viel besser geworden. Aber ansonsten, Trockenheitsfältchen habe ich leider überall und dagegen muss ich eben momentan vorgehen. Da möchte ich euch gerne, aber nicht nur, auch ein paar dekorative Sachen sind dabei und Körperpflege. Da habe ich mich nämlich total wiedergefunden. Fange ich vielleicht auch gleich mal mit an, mit der Körperpflege. Da habe ich 2 Produkte tatsächlich von Dalton. Da muss ich nur ein bisschen hier aufpassen. Das ist das Peeling. Und tatsächlich braucht man eigentlich, da hängt ein Haar. Ich habe es gerade aus der Dusche geholt. Naja, auf jeden Fall, das ist dieses Peeling hier. Und ich muss sagen, dass ich noch nie so ein gutes hatte. Ich habe euch ja gesagt, dass meine Haut leider aktuell zur Trockenheit neigt und deswegen sehr anspruchsvoll ist momentan, also übermäßig anspruchsvoll. Und das Peeling spendet nicht nur unfassbar viel Feuchtigkeit, dadurch, dass es in Öl mehr oder weniger getränkt ist, hinterlässt aber überhaupt gar keinen Film, also null, sondern pflegt einfach nur. Also ich kann diesen Ölfilm auf der Haut ehrlicherweise nicht leiden und mag auch nicht, wenn die Haut so speckig ist. Aber das ist einfach nur das beste Peeling, das ich jemals probiert habe, ohne zu übertreiben. Es ist wirklich ganz toll. Jedenfalls seht ihr schon hier, also der Duft ist ganz, ganz fein. Nicht zu übertrieben. Wie gesagt, die Peeling-Körnchen, die sind auch nicht so groß oder grob. Ja, also das geht für mich gar nicht, dieses Abschrubben tatsächlich. Das ist ein Traum für mich, ein absoluter Traum. Als nächstes möchte ich euch gerne die Body Butter vorstellen. Das ist jetzt, würde ich aber sagen, keine Body Butter im klassischen Sinne, die ihr wirklich auch mit einem Film auf der Haut spürt und wo ihr dann, was weiß ich, eine halbe Stunde nicht anziehen könnt. Bei mir zieht die wunderbar ein. Also das ist wie eine zweite Haut, die man dann hat. Einfach super reichhaltig, aber in einem Maße, wo man sagt, okay, es bappt dann nichts auf der Haut, es ist nichts klebrig, nichts, kein Film. Ihr hinterlasst keine Fettspuren, wenn ihr durch die Wohnung lauft. Das ist, also die Kombi ist für mich unschlagbar. Also das ist Wahnsinn. Kann man auch täglich benutzen, aber ich bin ja immer so ein Fan davon, wirklich die Haut auch selber arbeiten zu lassen, aber nach dem Duschen gerne. Also mag ich das unfassbar gern. Ich benutze ja auch nicht jedes Mal beim Duschen das Peeling. Ne? Dann kommen wir, was machen wir als nächstes? Ich mache mal mit der Zahnpasta weiter. Ich habe eine ganz tolle Zahnpasta für mich entdeckt und die ist, also mal abgesehen davon, dass sie rosa ist, fühlen sich die Zähne danach unfassbar sauber an und ich weiß gar nicht, was die kostet. 2 Euro oder so beim DM.
Und die finde ich einfach toll. Es handelt sich um Naturkosmetik. Es ist eine recycelbare Verpackung in dem Fall. Und vegan noch dazu. Deswegen absolut genial, meiner Meinung nach. Also ich glaube, ich habe nur die Crest bisher als Zahnpasta die Kamera gehalten in meinen ganzen schon fast 10 Jahre YouTube, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich feiere tatsächlich Jubiläum dieses Jahr mit über 450 Videos auf meinem Kanal. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Jedenfalls, die Zahnpasta ist toll. Fünffachschutz mit Vitamin B12. Und deswegen ist die übrigens auch rosa, diese Zahnpasta. Genau. Ist einfach auch nicht so aggressiv, weil ich kann momentan, also so Whitening-Zahnpastas und so, dafür sind meine Zähne viel zu empfindlich. Ja, dann hatte ich, dann mache ich jetzt mal weiter mit meinem momentanen Lieblings-Body-Spray. Ich habe mir das in Kolumbien gekauft, am Flughafen bei Victoria's Secret. Und ich liebe, das ist Scandalous, passt sehr gut zu mir. Und ich liebe dieses Body-Spray. Es ist jetzt in dem Sinn kein Parfüm, hält jetzt nicht 3 Stunden, aber es ist super toll vom Duft her. Leute, es ist wirklich richtig gut. Und ich habe aber auch noch ein Parfüm hier, da habe ich jetzt allerdings nur die Probe rausgeholt. Das habe ich mir aber auch schon in groß gekauft. Tatsächlich, das ist das Libre von Yves Saint Laurent. Das ist jetzt so eine kleine Probe und das liebe ich. Also das ist so ein Wahnsinnsduft, das ist super sexy, super, also schwer, aber ich trage ja persönlich immer schwere Düfte. Ich habe auch keinen Sommerduft und auch keinen Winterduft, sondern ich mag es immer schwer, immer kräftig. Mag immer so eine Parfümwolke hinter mir herziehen und da liebe ich Libre von Yves Saint Laurent tatsächlich sehr. Dann kommen wir zur, da habe ich tatsächlich 2 Produkte, die habe ich euch aber schon so oft in die Kamera gehalten, aber was soll ich tun? Ich liebe sie nach wie vor. Das ist es, das hat mir meine Mama vor vielen, vielen Jahren empfohlen, bevor das überhaupt so gehypt wurde. Da habe ich das schon, beziehungsweise Mama schon benutzt. Das ist von M. Asam, das Magic Finish. Ganz, ganz toll. Wie gesagt, da brauche ich aber momentan, weil es ja so ein Mousse-Puder-Make-up ist tatsächlich. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich unfassbar trockene Haut habe gerade. Da komme ich schon zum nächsten Produkt. Macht einen wunderschönen, ebenmäßigen Teint. Also es deckt jetzt unreine Haut nicht sonderlich ab, aber der Teint ist einfach wunderschön. Ja, und unreine Haut ist auch per se nichts, wofür ihr euch schämen müsst. Nichts, was man unbedingt abdecken muss. Warum? Ja, also ich hatte das jahrelang, habe da jahrelang mit zu kämpfen gehabt. Nee, klar deckt man sie ein bisschen ab. Vielleicht auch so ein bisschen ein Abdeckstift, der das dann vielleicht austrocknet. Aber ihr müsst euch für eure unreine Haut nicht schämen und müsst da tonnenweise Make-up draufklatschen. Nein, das reicht vollkommen aus. Steht zu dem, wie ihr seid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich kann euch das empfehlen. Allerdings bei trockener Haut, wie meiner momentan, ich hätte es niemals gedacht. Ihr wisst ja, ich war immer ein Mischhauttyp. Immer. Liebe ich momentan wirklich diese Anti-Aging-Feuchtigkeitscreme, muss man wirklich sagen. Aber ich bin jetzt auch schon über 30 und brauche es auch. Das muss ich mir jetzt einfach eingestehen. Außerdem, wie gesagt, sehe ich es ja. Ich bin ja auch nicht blind. Das ist diese Creme. Absolut für mich beste Creme momentan. Super reichhaltig, aber auch nicht speckig, nicht fettig. Davon bekomme ich keine unreine Haut, weil es meine Haut zu viel ist. Nee, die ist ideal. Und die, das ist eigentlich eine Wintercreme. Ich meine, gut, es ist momentan auch wieder sehr, sehr kalt. Die kann ich absolut empfehlen, wenn ihr sagt, ihr braucht Feuchtigkeit, ihr braucht Hyaluron, ihr möchtet schon ein bisschen präventiv gegen Trockenheitsfältchen, Fältchen im Allgemeinen vorgehen. Eine absolute Empfehlung meinerseits. Tolle Creme, reichhaltig, aber dennoch leicht. Wenn ihr sagt, nee, ihr braucht tatsächlich noch nicht so viel Feuchtigkeit, möchtet aber gern mit Hyaluron arbeiten, das ist dann eher eigentlich die Sommervariante. Die habe ich auch benutzt, als ich noch Mischhaut hatte. Ich benutze ja die Produkte schon über ein halbes Jahr. Jedenfalls ist das so die leichtere Variante zu diesem Produkt, aber ich brauche momentan mehr. Deswegen ist es wirklich nur meine Sommercreme. Oder wenn ich merke, okay, meine Haut braucht jetzt heute nicht so viel, ist nicht so trocken wie sonst. Ganz, ganz tolle Emulsion, ganz leicht. Aber das Hautgefühl nach der ist einfach unschlagbar. Ich hatte euch ja schon, wie gesagt, jetzt mehrfach gesagt, wie trocken meine Haut ist. Und deswegen benutze ich aktuell auch sehr, sehr gerne
Das sind die Feuchtigkeitsampullen. Das benutze ich als Serum. Also das kommt unter meine Creme. Das sind diese hier. Und die Ampullen, da reicht mir eine, aber bestimmt für 3 Anwendungen. Von daher, ich gebe das auch immer schön unter die Augen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Komme ich sehr gut mit zurecht und vertrage ich wunderbar. Dennoch bin ich ein Augencrememädchen und kann darauf und werde darauf auch nicht verzichten. Und die brauche ich auch. Das ist auch eine reichhaltige Augencreme. Eine andere kann ich gerade auch nicht hernehmen. Also ich könnte mir wahrscheinlich auch so dick die Augencreme und das Auge. Und es wäre immer noch genug, noch nicht genug. Aber die ist für tagsüber wunderbar. Das ist die Q10 Energy Boost Eye Cream. Wundervoll. Richtig toll. Und dann habe ich hier eben, genau, zum Reinigen benutze ich sehr, sehr gern. Das ist beides auch schon sind meine zweiten Flaschen, weil ich die ersten schon aufgebraucht habe. Das ist das Cleansing Mousse. Das ist sehr sanft, sehr, wie gesagt, also das könnt ihr für Mischhaut auch wunderbar hernehmen. Und das Tonic, also ohne Tonisieren, ohne Gesichtswasser geht bei mir überhaupt nichts. Wird ja auch immer empfohlen. Ich bin halt jemand, der trägt nicht stark Make-up. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, kriegt ihr eure, wenn ihr jetzt sehr stark Make-up tragt, kriegt ihr jetzt damit euer Make-up runter. Ich gehe mal schon davon aus, für mich ist einfach eine sanfte Reinigung, wenn ich nicht sehr viel Feuchtigkeit in dem Fall brauche oder direkt wieder mit Feuchtigkeit arbeite. Beide Lieblingsprodukte, wie gesagt, benutze ich täglich. Was ich aber auch momentan sehr gerne benutze, sind diese beiden Produkte. Das ist ein Calming Oil, das ist wirklich ein Reinigungsöl, weil das ist wirklich bei mir notwendig. Momentan, ich klatsche mir halt echt Öl ins Gesicht. Das reinigt die Haut, das ist von Colibri. Hatte ich mir vor schon ewig her bestellt und die ganze Zeit nicht benutzt, weil es mir einfach zu reichhaltig war, das war einfach zu viel. Und jetzt ist dann scheinbar der Zeitpunkt gekommen, seit ein paar Wochen, seitdem ich es benutzen kann. Und ich bin ja so ein großer Fan von dem Leon, von dem X Skincare auf Insta, kennt ihr mit Sicherheit alle. Also ich liebe seine Art, sein Temperament, sein Selbstbewusstsein auch. Und er hat ja mit No Make-up das rausgebracht. Über ihn bin ich übrigens auch auf dieses Calming Oil gekommen. Und ja, und das habe ich mir gekauft beim DM. Das ist auch, wie gesagt, das gibt man nach dem Tonic drauf. Also das gebe ich zusätzlich als Feuchtigkeitsspender auf die Haut. Das ist mit Panthenol, stärkt und beruhigt die Haut. 10 Euro ist nicht günstig, ist aber meiner Meinung nach jeden Cent wert. Genau, mein Lebensretter auch sind die Masken von Dalton. Ganz viel Feuchtigkeit, das ist ein Hydrolyft, das ist eine Biozellulose-Maske, die die Hautbarriere auch wieder aufbaut. Da ist viel Algen drin, Kaviar, Meerwasser. Also das hatte ich euch aber in dem anderen Video schon erklärt, auf was die Dalton-Kosmetik basiert. Deswegen sage ich jetzt zu den Inhaltsstoffen weniger. Hatte ich alles schon in dem vorherigen Video erzählt. Und das ist einfach nur, die ist einfach nur toll. Also meine Haut saugt es auf. Wunderbar. Also anders komme ich gerade nicht zurecht. Die ist wirklich toll. Habe ich jetzt alle Gesichtspflegeprodukte? Habe ich. Körper habe ich euch gezeigt, Parfüm habe ich euch gezeigt, Zahnpasta habe ich euch gezeigt. Dann fehlt jetzt ja eigentlich, genau, dekorative Kosmetik, die ich verwende, habe ich euch gezeigt. Ah, was ich vergessen habe, sind meine Augenbrauenprodukte. Ich habe ja eine Wimpernverlängerung drauf. Gut, da müsste ich auch mal wieder hingehen, aber ja, ich nehme dann nur noch Augenbrauenprodukte her. Und das ist von LOV. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber die benutze ich immer, weil die ist einfach toll. Und ihr seht, ich bin wieder relativ stark abblondet. Und da benutze ich einfach Augenbrauenpuder. Ich finde, das ist einfach das schönste Finish meiner Meinung nach. Und ein bisschen was Helleres aufs Lid oder ein bisschen Gold. Ich liebe auch Gold auf dem Lid. Ja, das ist gerade das, was ich eben verwende. Dalton hat tatsächlich aber auch ein tolles Make-up. Das habe ich jetzt vergessen, euch zu zeigen. Aber da schminke ich euch mal ein
Tages-Make-up damit. Das ist auch sehr, sehr leicht, ist aber ein Fluid. Also ist komplett das Gegenteil von der Konsistenz her, zumindest von dem, was beim Dalton halt so toll ist, dass ihr da mehr Feuchtigkeit habt. Also das vertrage ich momentan auch sehr, sehr gut. Steht aber noch im Bad, habe ich jetzt vergessen. Schminke ich euch aber ein Tutorial damit. So, letztes Produkt in diesem Video, dann sind wir auch schon fertig, ist ein Haarpflegeprodukt, ein Haaröl. Das ist das von Olaplex, das Bonding Oil. Auch nicht ganz günstig, liebe ich aber. Ist super, ist ja auch so eine Art Hitzeschutz. Und mag die Olaplex-Produkte allgemein sehr, sehr gerne. Gerade bei so stark blondierten und geschädigten Haaren. Bei mir, die brechen mir ja auch immer ab nach dem Blondieren und so. Deswegen super Produkt. Ich kann es aber noch nicht lassen, ehrlich gesagt. Da gibt es doch auch von Shine, glaube ich, so ein ganz tollen, ganz tolles Glossing. Vielleicht habt ihr das schon mal probiert und könnt es mir empfehlen. Jedenfalls, das kann ich euch auch sehr empfehlen. Aber wie gesagt, ich habe furztrocken, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe wirklich sehr, sehr trockene Haare aktuell. Deswegen, wenn ihr vielleicht nicht so trockene Haare habt, ist das vielleicht zu viel für euch. Deswegen seid da dann ein bisschen vorsichtig. So, das war's, meine Lieben. Jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gequatscht. Ich wollte eigentlich nicht über 10 Minuten kommen, aber okay. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns jetzt hoffentlich öfter und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Ich bin es nicht mehr gewöhnt. Merkt ihr was? Ich muss jetzt wieder mehr anfangen, aber ich habe auch total Lust und freue mich, von euch zu lesen. Macht's gut. Tschüss.